Freunde, ich komme gerade von der Arbeit und habe gedacht, aus gegebenem Anlass machen wir mal ein Video zu dem Thema Wassereinbruch. Wie Wassereinbruch oder ein Wasserschaden zustande kommen kann, die möglichen Ursachen für einen Wassereinbruch, Wasserschaden. Und ja, wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und weiter geht's nach dem Intro. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Fakt ist, unser Wohnmobil sieht momentan so aus. Und das hat natürlich auch einen Grund. Aber als nächstes wollen wir mal ja, die Frage klären, wie kann es zu einem Wasserschaden, zu Wassereinbruch kommen. Na, als erstes ist mal die Möglichkeit gegeben, dass irgendwelche Fenster undicht werden, dass irgendwelche Leitungen im schlimmsten Fall, also Wasserleitungen im schlimmsten Fall kaputt gehen, dass die Dichtungen im Laufe der Jahre porös werden, Wasser reinlassen oder es gibt auch die Möglichkeit, dass dieses Teil euer Wohnmobil, Wohnwagen unter Wasser setzt. Ja, dieses Teil war bei uns der Ausschlaggeber, dass wir einen Wassereinbruch im Wohnmobil hatten. Das nennt sich Winkelventil und ist an der Truma Kombi befestigt. Und das zeige ich euch jetzt mal hinten im Wohnmobil. Ich sitze mal wieder in der Garage und habe hier schon alles soweit zerlegt. Sieht folgendermaßen aus. Hier habt ihr einmal die Truma Kombi und hier oben das Fach empfehle ich euch auch, das Brett so rauszunehmen, weil dann kommt ihr von hier einfach leichter ran. So, wenn ich jetzt mal eine Lampe nehme, weil das ist echt dunkel hier, dann seht ihr da hinten schon das Winkelventil. Und es gibt da auch zwei verschiedene Ausführungen. Einmal das zum Stecken, das ist jenes welches. Und dann wird es, oder es gibt nur eins, was geschraubt ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe. Na, ihr seht einmal den Wasserschlauch und der andere Schlauch, der durch den Boden geht, ist der Entlüftungsschlauch. Und da, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der Entlüftungsschlauch soll normal kein Wasser führen, wenn das Winkelventil vernünftig funktioniert. Ja, das heißt, wenn das Winkelventil defekt ist oder verkalkt ist und wie ihr das feststellen könnt, erzähle ich euch auch gleich. Läuft euch Wasser durch den Entlüftungsschlauch, durch den Boden nach unten. Das zeige ich euch jetzt von unten. So, jetzt hier unterm Fahrzeug. Ne, so sieht das unterm Fahrzeug aus. Ihr habt hier den Entlüftungsschlauch. Und wenn das Winkelventil kaputt ist, würde jetzt hier Wasser tropfen. Soweit wäre das gar nicht so schlimm und wäre uns wahrscheinlich auch nie aufgefallen. Nur das Problem an der Sache war, dass im Winter euch das hier einfach zufriert, wenn da Wasser rausläuft, was ja nicht passieren soll. Das Ende vom Lied ist, das friert euch zu, der Schlauch springt euch vom Winkelventil ab und das Wasser läuft euch ins Innere, da bin ich, vom Wohnmobil. Und das ist uns passiert. Wir haben es aber erst später gemerkt, weil wir damals noch Teppich im Wohnmobil hatten. Ihr müsst euch vorstellen, ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Hier unter den Kissen, da lag ja alles Teppich und das Wasser lief dann im Prinzip von hinten, da wo die Lüftungsgitter sind an der Seite, hier einmal schön unten drunter durch. Ja, gemerkt haben wir dann natürlich dann erst, wie der ganze Teppich schön nass war. Und das natürlich dann auch zu den unmöglichsten Zeiten. Und dann beginnt natürlich die Ursachenforschung.
Hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, bis ich gemerkt hatte, hör mal, da ist ein Schlauch, der ist abgesprungen und wo der hingehört. Ne? Ich bin ja auch nur ein Laie und habe den Schlauch dann wieder provisorisch drauf gemacht, aber hat halt nicht lange gehalten, logischerweise, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass der Entlüftungsschlauch vereist war. Jetzt haben wir ein neues Ventil drauf und wir werden jetzt erstmal den Boiler füllen und mal gucken, ob das neue Winkelventil auch dicht ist, also an der Heizung. Ja, wie man eine Therme füllt, denke ich mal, brauche ich hier nicht mehr zu erklären. Nachdem wir die Therme jetzt gefüllt haben, schauen wir mal, ob das neue Winkelventil auch dicht ist. Das scheint der Fall zu sein. Und wir gucken natürlich auch, ob an der Entlüftung Wasser rauskommt. Auch das scheint hier nicht der Fall zu sein. Also gehen wir mal von außen, dass wir die Heizung zusammenbauen können und wir keine Probleme mehr haben mit Wasser im Wohnmobil. Freunde, es wird immer dunkler und wir werden jetzt auch langsam aber sicher zum Ende vom Video kommen. Na, hinten die Truma Kombi ist wieder soweit verkleidet, also die ganzen Holzverkleidungen sind drauf. Und ja, wie erkenne ich eigentlich, dass mein Eckventil kaputt ist? Also im Normalfall erkennt man das schon ziemlich sicher daran, wenn die Therme gefüllt ist, ne, und am zweiten Tag, also wenn die erhitzt ist, ist immer noch Luft in der Leitung. Also es macht so diese Pop-Pop-Pop-Geräusche. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass das Eckventil defekt ist. Und natürlich auch erkennt ihr das daran, dass Wasser aus eurem Entlüftungsschlauch läuft. Ja, ich empfehle euch in dem Fall, spätestens zum Winter wechselt das Eckventil und ja, die meisten sagen, ihr könnt das auch entkalken, aber nee, ich denke, das ist nicht so toll. Wie tausche ich das Eckventil von der Truma Kombi? Als erstes müsst ihr wissen, es gibt zwei verschiedene Versionen. Einmal das geschraubte und einmal das gesteckte und damit haben wir es hier zu tun. Und bei dem gesteckten müsst ihr Folgendes beachten. Ihr müsst den roten Ring Richtung Truma Kombi schieben. Erst dann könnt ihr das Eckventil abziehen. Das ist so eine Art Sicherung. Und dann könnt ihr das neue einfach aufstecken. Also das ist kein Hexenwerk, das ist ganz einfach und ganz simpel. Für den Fall, dass ihr es euch nicht zutraut, ne, lasst einfach den Truma Service rauskommen. Aber dabei ist zu beachten, das kostet ein Heidengeld. Also seid ihr mit Anfahrtkosten und Eckventil tauscht so locker mal bei 150 Euro. In dem Fall würde ich es mir dann auch schon fast selber zutrauen. Regelmäßiges Entkalken von den ganzen Wohnmobilleitungen ist auch zu empfehlen, je nachdem, wie oft ihr unterwegs seid. Wir fahren halt sehr oft und ja, wir haben schon das zweite Mal das Eckventil wechseln müssen. Das zeugt natürlich davon, dass wir vielleicht ein bisschen was mehr entkalken sollten. Wir haben uns für den Vorgang reichlich mit Zitronensäure eingedeckt. Wir haben jetzt hier 4,5 Kilo und unser Wassertank hat 100 Liter, also 3,5 Kilo sind jetzt im Wassertank und wir werden jetzt bis morgen, bis das wieder auf Reise geht, den oder das ganze Wohnmobil, die ganzen Leitungen und den Boiler von der Truma Kombi entkalken oder einfach mal durchspülen. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und lasst ein Abo da, falls es noch nicht geschehen ist und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns unterwegs. Macht's gut, euer Marco. Ciao.